Deutschlandpremiere von Roland Emmerichs neuem Film Stonewall. Der Streifen ist diesmal kein Actionkracher, sondern handelt vom Beginn der Schwulenbewegung in den USA. Der Hollywood-Regisseur zeigte sich selbst mit seinem jungen Freund Omar bei der Premiere und erklärte im Interview: Ich habe nie Diskriminierung erfahren. Ich habe einfach, bin sehr spät mit der Wahrheit rausgekommen. Aber ich habe auch nie ein Problem damit gehabt. Also wirklich, ich habe einfach so, ich war so fanatisch Filme machen wollen, dass ich einfach nicht dieses Wort schwul von schwule Regisseur Roland Emmerich. Und heute bin ich 60, da ist mir das wirklich egal. Seinen 60. Geburtstag feierte Emmerich vor einer Woche und empfindet vor allem Vorteile beim Älterwerden. Was bedeutet das Älterwerden für Sie? Ja, dass man einfach freier sein kann und einfach das sagen kann, was man so denkt. Es gibt so viele Sachen, die man einfach nicht mehr sagen sollte, aber ich finde das falsch. Man sollte immer vollkommen ehrlich sein. Stonewall startet am 19. November in den deutschen Kinos.